Hallo und herzlich willkommen bei einer kleinen Runde Battlefield mal wieder. Wir haben Mittwoch, den 12.06. Ihr könnt euch also selber ausrechnen, wie lange ich gebraucht habe, um dieses Video hier hochzuladen. Ich habe von der E3 berichtet. Ich habe ein schönes Video hochgeladen. Das, keine Ahnung, wie sich das Video entwickeln wird. Ob es Leuten gefällt, ob es Leuten nicht gefällt. Es hat jedenfalls innerhalb der ersten Stunden schon 30 Aufrufe und es ist für meine Videos ist es schon ziemlich viel. Ja, Runde Rush Operation Metro. Ich habe jetzt wirklich 3 Tage gar nicht mehr gespielt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich wieder eingerostet sein. Rush habe ich ebenfalls schon seit 2 Wochen nicht mehr gespielt. Das heißt, Recoil Management wieder üben. Richtig um Ecken laufen und vor allen Dingen nicht sterben. Es sieht so aus, als ob ich auf der Verteidigerseite wäre. Ah, stimmt, das Verteidigen hier war gar nicht so einfach. Da fliegen sie die Hubschrauber. Oh, und ich habe immer noch das Gefühl, es ruckelt etwas. Wir werden auch nur 30 FPS angezeigt. Okay, scheinbar kann ich das noch. Das ist ein bisschen viel. Gewöhnungsbedürftig, sehr gewöhnungsbedürftig. Mal sehen, ob ich den Jungen noch krieg. Aber den kriege ich auf jeden Fall noch. Da verziehe ich mich wohl besser mal. Das MAV muss weg. Sehr gut. Mir links von mir noch jemand gesehen hier. Ich habe eindeutig zu wenig FPS. Ich weiß gerade nicht, was da los ist. Also es ruckelt bei mir beständig. Sie versuchen intensiv über die linke Flanke zu kommen, so wie es aussieht. Und ich bin natürlich rechts gespawnt, so wie es sich gehört. Damit man ja auch schön im Nachteil ist. Da ist unser Freund am Mörser. Da habe ich schon vor mir einen Freund gesehen. Ja, der geliebte Unterdrückungseffekt, den wird es wohl bei Battlefield 4 nicht mehr geben. Ah, da habe ich eine Granate gehört. Hört sich nice an. Okay, bis hier halten wir uns ziemlich gut. Ich habe wieder volle Munition. Wir haben genug Leute hier. Bisschen höher. Was sind denn da für merkwürdige Farben? Hilfe bei Fahrzeugzerstörung. Habe ich mehr Erfahrung bekommen als durch das ursprüngliche
ich durch das ursprüngliche Zerstören bekommen hätte. Halten wir unseren Jungs mal den Rücken frei. Verteidigt kriegen sie es auf jeden Fall. Hier ist das Medikit. Plätzt du nach? Mal sehen. Okay, läuft nicht so gut. Da sehe ich jemanden rechts rumlaufen. Hier wird gern von Snipern rumgehockt. Muss also aufpassen. Okay, der gehört zu mir. Nimm dir das Medikit, hol's dir. Okay, wir haben noch 145 Tickets. 147. Ja, he's going for the revive. Ach nö, das kriegen die Star nicht geschissen. Okay, das haben sie hingekriegt. In die Richtung sind sie. Naja, bin ich sehr. Hey, hier ist dein Medikit. Auf den Sunny, over. Sehr unangenehm. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, da liegen zu bleiben ist vielleicht keine so gute Idee. Ein bisschen Unterdrückungsfeuer leisten. Gutes Team würde jetzt auch von links angreifen. Du da drüber? Hier kommt ein Medikit. Merkwürdig, dass hier niemand ist. Naja. Scheint wohl doch jemand zu sein. Okay. Nein, du sollst 3 drücken. Böser Sebastian. Kaboom. Bisschen Munition hinterher schicken. Und ich habe nur noch 16 Kugeln. Das ist kontraproduktiv. Ja, und mit meinen letzten Kugeln habe ich noch jemand getötet. Sehr schön. Oh, da waren zu viele. Und da hatte ich eindeutig zu viel Geruckel. Man merkt, dass es nicht flüssig läuft. Da muss ich mich gerade mal fragen, sind meine Grafikoptionen immer noch auf gering? Nüsse Trommelfehler aus, verzögert Anti-Aliasing. Auf 60 Hertz steht's auch. Ja, das ist eindeutig sehr merkwürdig. Bleib du mal da sitzen, mein Freund.
Ich habe das Gefühl, mich um die linke Flanke kümmern zu müssen. Du hast einen Schalldämpfer drauf, das ist gut. Die Jungs sind schon gut weit fortgeschritten. Da sehe ich Mündungsfeuer, aber da sehe ich auch Gegner in die Richtung. Verdammt. Und in Battlefield 4 scheint es auch so zu sein, dass man die Munition verliert, wenn man, so wie ich jetzt hier, nachlädt und man noch ein halbvolles Magazin hat. Ah, hört sich an wie ein schallgedämpftes, leichtes MG. Boah, es ist schwer. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, ich habe aber einen Medic neben mir stehen. Ja, die M40A5. Schönes Gewehr. Ich weiß es nicht. Verdammter Unterdrückungseffekt, ey. Jetzt ist er weg. Legt aber einiges an Kugeln ein, muss ich sagen. Ziehe ich mich lieber in das Loch hier zurück, damit ich nicht zu sehen bin. Der Soldat ist aber klein. Bewegt sich alles ruckelnd. Ja, es liegt wahrscheinlich teilweise daran, dass ich hochlade, da... Ja... kann man relativ wenig machen. Alter, wo schießt der hin? Irgendwas erfasst? Oh ja. Der Tap-Fire-Modus, also das Burst-Firen. Sehr gut geschossen, mein Freund. Sehr gut geschossen. Okay, der macht es schon. Sehr effektives Team. Gefällt mir sehr gut. Oh, oh. Von da unten hat er geschossen. Muss ich doch gerade mal kurz hier in die offene Fläche und mir ein bisschen Munition besorgen. Ah, da bist du, mein Freund. Ja, da kriegen meine Kumpels Punkte für das Heilen ohne Ende.
Bisschen Munition tut immer gut. Ja. Das haben wir so gut wie gewonnen. Vielleicht sollte ich jetzt mal etwas besser zielen. Okay, das hat nicht getroffen. Merkwürdig. Ja, gutes Team. Ja, Niederhaltung, ne? Na, einfach reinfeuern. Na, werde ich durch die Gegend geschoben. Einfach draufhalten. Puh. Ah, es war eine schöne Runde zum Aufwärmen. Oh, eine gute 5, schlag mich tot KD. Aber gut, ich hatte auch ein super Team, muss man dazu sagen. Das wäre auf einer anderen Map mit einem anderen Team nicht so passiert. Oder auf der Map. Vor allen Dingen ist man ja da bei den M-Coms ziemlich empfindlich. Ah, und der Multiplikator. Der treibt so schön die Stadt in die Höhe. Ja, Stadt. KD 5-5. Fahrzeuge ist klar, ne? Keine Fahrzeuge. Das heißt, heute Level 30. Da geht was. Eigentlich könnte ich diese Ladebildschirme rausschneiden. Ah, großer Bazar. Map spiele ich selten. Da werden wir einige dabei haben, die das wahrscheinlich ziemlich gut können. Sollte ich mir vielleicht mein Stadtcamo anziehen? Was soll ich heute noch anziehen? Anpassen. Sturmsoldat. Stadtmuster. Ja. Und mal gucken, was haben die? Munition, Explosion. Ja, würde ich sagen. Es hört sich so an, als wären die Jungs nicht schlecht. Gute Arbeit, Männer. Das Einsatzziel ist erobert und wir können zurück zur Basis. Wo läuft der hin? Ich deck dir den Rücken, mein Freund. Wow! Ecke zu mir. Stimmt, ich sollte mal wieder auf die Minimap gucken gelegentlich. Wir haben auch einen aktiven Squad-Leader, das ist gut. Sehr gut. Autsch.